Einen guten Bonjour, heißt immer am nächsten. Ja. Okay. Schon mal alles rüber geschickt, was hat. Ja. Komm, ein bisschen Knete. Für uns. Schopfen, wirken und wie man das nennen. Natürlich viel Mut, den gehen wir ab. Kopfgeldkursant, Europ gehen, Gewerbs, Erg im Paradies, das ist der nächste Moment, mehr Logik und Dings ob Illum, gehen wir nur ein bisschen als Umwesen drei, wenn das nicht. Das ist Illum. Ogo. Klären wir mal auf Illum, gucken wir, was Illum alles zu suchen hat. Also, moin! Natürlich haben wir Hai. Nö, Mensch nicht. Okay. Man neigt. Zimmer. Okay. Jo, und dann gehen wir mal dann weiter mal. Da habe ich so viel gespickt, dass mein Ding abgebraucht genoss. What the fuck? Jo, ja, mit den Aufnahmen, wo der Herr nur tun schon, ein gestaltchen Wäsch gerendert hat, schon relativ viel auspannisch. Ja, also gucken wir, dass wir... wir sollen uns, beide mal, weil, hat sich noch verfolgen. Tio, nice. Was schon mir gemacht kriegen, wird besser aus für mich. Illum hat ja versprochen, tatsächlich, dass wir den auch machen. Und dann machen wir den. Was versprochen muss gemacht gehen. Hm? Korrekt, ganz falsch. Ja. Dann. Ja. Ich hab halt noch. Mam. Mal Moll mal geschwert. Hat doch schon gesucht, Moll mal. Moll mal. Hauen. Moll mal. Der Illum ist so wie Hoff. Just mi cool. Mein Schulz auch so nach unten, dass mir cool geht. Nope. Guck mal, was hier neues zu suchen wird. Oberbefehlshaber Rance erwartet mich beim Jedi-Tempel. Das glaube ich kaum. Darth Ahos Truppen haben den Tempel eingenommen. Oberbefehlshaber Rance und die anderen haben es kaum lebend daraus geschafft. Sie mussten ihren Kommandoposten in einem ungesicherten Feld aufschlagen. Ihr müsst mit Oberbefehlshaber Rance sprechen. Ich kann euch hinbringen. Kommt an Bord und haltet euch fest. Das wird ein holpriger Ritt. Ritt? Ja. Okay. Da reiten wir mal ruf. Trügen. Palim. Ja, das begleitet mich an der Stelle lang, du. Was ist das denn für ein... Tuss! Sorry, vielmals! Bist du dafür? Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, Illum ist ein bisschen spaßig. Das für mich ist ja so ein Spaßplanet. Das wie Lückenfüller. Wie coole Lückenfüller, ehrlich gesagt. Das ist also so, das ist auch wirklich wieder. Ja.
Oh, nee. Nee. Was denn das? Ah, guck mal, was ist das? Die Schwarze stand im Spruch. Luca compact. Ja. Tschüss. Sein Gespräch stand fertig. Ihn auch nicht. Nick Machawa. Das nehmen. Okay, das sind wir rein, Ich bin geraten. Hört sich nach einem. Ich kümmere mich um. Ah, da kann man so schaffen, das Mod vom Gespräch. Gut, ihr seid da. Wie ihr seht, brauchen wir jede Hilfe, die wir bekommen können. Lasst mich euch eure Verbündeten vorstellen. Meister Baudin von den Jedi und die Kommandanten Karuva, Jiandar und Yetjub. Nein, Karuva. Der Angriff auf den Tempel soll nur von Darth Aros wahrem Ziel ablenken. Genau wie bei den Friedensgesprächen vor der Plünderung von Coruscant. Ich mag euch, Republikaner, aber ihr scheint mit euren Plänen immer zwei Schritte hinter dem Imperium zu sein. Und genau deshalb dürfen wir nicht auf ihre Tricks hereinfallen. Die Imperialen wollen die Kristalle von Ilum. Sie benutzen Tiefenbohrer, um zum Planetenkern vorzudringen. Die Bohrungen hinterlassen riesige Senklöcher. Die ganze Welt wird instabil. Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, könnte Ilum sogar in zwei Teile brechen. Ja, bla bla. Mem Amgab Kugab. Kramanik. Meldet euch immer, wenn eine Mine gesichert wurde. Dann schicken wir Verstärkung, um das Gebiet zu halten. Mama. Geht klar. Das muss ich nicht mal notieren. Wenn ihr die Tiefenbohrer aufhaltet, ist es noch nicht vorbei. Solange wir nicht den imperialen Kommandoposten ausfindig machen, werden sie andere Wege finden, Ilums Kristalle abzubauen. Gute Idee. Nach Ausschaltung eines Tiefenbohrers solltet ihr immer die Datenaufzeichnungen aus dem Terminal der Mine herunterladen. Bringt alle Daten zur Analyse zu Sam Bradbaugh im Kommunikationszentrum. Das Schicksal Ilum. Ja. Also mal rein. Gut. Okay. Querung. Mach doch ein bisschen mehr. Gehen wir mal rauf. Einen haben wir auch noch etwas. Hui! Ob man es ein Kantine haben wir drin? Ob man es? Ich sehe es auf, weil dort kann ich gehen, ob nicht Remo so drin. Ah ja, also aus. Der Tarnjäger ist startklar. Flashpoint. Hat den Pirater Jorinke gemacht. Flashpoint, Schlacht um Ilum. Den imperialen Ding hat schon ein gemacht, fast ein Imperator. Die war relativ tricky, lass mal so ausdrücken. Willkommen auf unserem Markt, potenzielle Kunden. Vielen Dank für Ihren Besuch. Gucken, ob schaut man vielleicht noch hin zu können. Okay. Dann gehen wir hier mal wandern durch. War vielleicht zu weit weg. Waffenhändler, dann gucken wir mal dort. Klassischen Rüstungshändler. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Ah, okay, hier können wir Bauplan kaufen. Oh. Aha, Heikringe stellen.
Was ist denn diese klassische Auszeichnung? Klassische Auszeichnung. Geld! Geld! Heißen wir. Viel Glück da draußen. Heißen aber nach einer Sache, von Schlupfen und ist teuer gewesen. Da müssen halt sehen. Du Alura Gara. Belachtsche Pach die Bombe. Das geht aus wie in Erfolg gestartet. Rüstungshändler. Klassischer Rüstungshändler. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Viel Glück da draußen. Schlecht, schlecht, schlecht. Viel Glück da draußen. Ja, viel Glück, etwas viel Glück, etwas viel Glück da draußen, ja. Man nimmt nur eine Schrodubition und... Gell? Ich kann's nicht mehr. Batterie-Hut ist ein von den interessantesten ever. Das ist nicht hinhei, das den du haben am Mac, den du hast. Weil hinhei, was hinhut, ich weiß nicht, wie sie stehen. Spezialgüter, auch noch relativ interessant. Mehr, den Gefährtenanpassung. Und ich nur das sind die besten Preise am Ende der Galaxie. Anpassung. Lauter, 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 lauter. Übrigens, du könnt erst wirklich. Hat mich sehr gefreut. Seht euch die Ware an. Tee? Womit kann ich dienen? Wir kennen Tee, wir ziehen uns Tee. Wie gesagt, ich kann da von allem kaufen. Eine Tee aus der kleinen... Was denn? Okay, hat nice. Mich sehr gefreut. Oh, opala, mir ist schon etwas aufgefallen, dass wir ganz dezent überzünden. Okay, dann verbeuere das hier. Das kann gewährst du, wie gesagt, wie geschrubbter Kratzeitbrunnen. Und dann, von mir...